News und Talks für Gebildete. Ja, hallo Greta und hallo Luisa, schaut euch das an. Alle wühlen sie dran. Bei der CDU erwägt man angeblich den Wiedereinstieg in die Atomenergie, auf das dann die Atommeiler wieder laufen. Bei der AfD will man natürlich unbedingt, dass dieser lächerliche Kohleausstieg auch wieder rückgängig gemacht wird, also so, dass wir dann am Ende wirklich Nullergebnis haben noch mehr Verschlechterung haben. Also, liebe Leute, wenn Fridays for Future und Greta, wenn ihr nicht zusammenarbeitet mit den zweiten Scientists for Future, kriegt ihr gnadenlosen, brutalsten Kapitalismus, brutale soziale Marktwirtschaft, die über wieder ganz normal, wie das schon immer macht, die soziale Marktwirtschaft schon immer macht, über die Leichenberge hinwegsteigt. Ihr habt völlige Illusionen, dass es geht nur mit den zweiten Scientists for Future 2, weil die nur die den das Modell des sanften Ausstieges haben aus der Sache. So, ich werde auch gleich wieder ein bisschen inhaltlicher werden, aber erstmal ganz kurz, der Arzt Gerd Reuter schaut im Internet wieder, der googelt nach Arzt Dr. Gerd Reuter, sein neuester Vortrag im Internet bei YouTube erschienen. Jetzt, der hat uns die neue Nachricht gebracht, nicht nur, dass Okinawa seit Jahrzehnten durch den westlichen Einfluss immer früher stirbt, sondern dass USA deutlich wieder früher stirbt, die ganzen übergewichtigen kapitalistisch sozialmarktwirtschaftlichen zerstörten Körper natürlich früher sterben, jetzt wieder auch Deutschland stirbt jetzt wieder früher, also auch dort bei uns geht also sozusagen die der Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft bringt uns jetzt wieder nach und nach früher um, also wir werden jetzt alle im Durchschnitt wieder früher sterben, denn die kapitalistischen Lebenszerstörungseinflüsse werden natürlich immer gewaltiger, sozusagen. Ja? Und dann noch eine Bemerkung hier, die Menschenrechte könnte auch in der Pfeife rauchen. Im Kapitalismus, in der sozialen Marktwirtschaft gibt es nur das Menschenrecht, dass ihr umgebracht werdet und abgeschlachtet werdet zugunsten des Profites. Das ist der Kapitalismus, das ist die soziale Marktwirtschaft durch und durch. Menschenrechte, das sind alles nur Illusionen, die sind alle faktisch völlig wertlos. Weil das ist alles genauso, man kann sagen, Greenwashing, da wird so getan, als ob man sich um die Umwelt kümmerte. Beim Social Washing wird so getan, als ob man sich um die armen Menschen kümmern würde, überhaupt um die Menschen kümmern würde. Und beim Menschenrechtswashing wird so getan, als würde man Menschen Menschenrechte zugestehen. Man hat ja gesehen bei den Impfgesetzen, ja, dass also man das Menschenrecht auf körperliche Unversehrtheit natürlich, wenn es um Profite geht, gnadenlos angreift. Ja? Also alles kein Problem. Das macht man halt. Und jetzt hier so mal zu zeigen, wie das mit klimabezogenen Gewinnen ist und so weiter. Gehen wir mal wieder ins Eingemachte. Ich hoffe, dass jetzt das Bild diesmal besser zu sehen ist. Hier, wir haben also wieder hier haben wir die Vorgeneration und dann haben wir wieder diese zwei Varianten in der Evolution. Der eine hier, dieser hier, sagt, ach ja, CO2-Ausstoß wunderbar und Kohle und Öl und ist doch wunderbar, da verdiene ich mein Geld mit, ist doch alles harmlos, schadet doch meinen Mitmenschen nicht, ist doch wunderbar, führt am Ende vielleicht dazu, dass sogar noch das mehr CO2 dann noch zu mehr Nahrungspflanzen führt. Und der andere hier, der hat im Kopf eher Wahrheitsmeme und sagt, naja, also irgendwie so ganz unbedenklich die ganzen Abgase, die ganzen Giftstoffe und dann die Frage eben wirklich, ob es wirklich völlig unbedenklich ist, dass wir quasi alles, was im Erdboden drin ist, quasi raus verbrennen und dann also als
CO2 in der Atmosphäre haben, ob das wirklich so harmlos ist und ob das wirklich jetzt völlig unproblematisch ist, da habe ich so meine Zweifel. Ja, und der investiert also nicht in Kohle, Gas und Erdöl. Und was ist mit seinem Wirtschaft, mit seinem Unternehmen? Er geht tendenziell pleite, er wird tendenziell ausgeblendet aus der Evolution. Er geht, stirbt aus. Während der wirklich fest überzeugt ist, dass Kohle, Gas und all das Zeug völlig harmlos sind, der verdient richtig Geld, denn die Zeche bezahlen ja immer nur die Menschen. Also nur die Menschen werden krank durch die Abgase und durch die Gifte und so weiter. Die Masse der Menschen wird krank und so weiter. In den bestimmten Stadtvierteln häufen sich dann die Feinstäube und die Giftgase und so weiter. Aber was stört das den Unternehmer, wenn er dann seine Villa auf dem Lande hat, bei bester Luft und so weiter und sich riesige Parks um sein Haus hat, wo die Bäume ihm so eine Art grüne Lunge liefern. Was interessiert das den? Wie viele Menschen verrecken? Spielt doch keine Rolle. Er macht gute Geschäfte, er kann 2 Kinder ernähren und in der nächsten Generation können die wieder hier 5 Kinder ernähren, hier 3 Kinder und so klettert sein Imperium. Sein Kohle- und Ölimperium ständig weiter und am Ende beherrscht die gesamte Kohle- und Öl- und so weiter Industrie unsere gesamte Welt und das ist nun mal unser System, ja? Und dann auch nochmal hier sozusagen haben wir wieder das Phänomen, also jetzt, ich habe es ja eben erwähnt, Gerd Reuter, ja? Der Arzt Dr. Gerd Reuter, das solltet ihr schauen, weil er uns deutlich sagt, wie uns unser Gesundheitssystem krank macht. Da müssen wir nicht immer den allgemeinen Patientenverband mit dem Arzt Christian Zimmermann zitieren, der ja auch sagt, das moderne Gesundheitssystem ist zu einer der größten Gefahren für unsere Gesundheit geworden. Na, gucken wir doch mal wieder nach. Jetzt schauen wir hier, so ein Arzt wie Dr. Gerd Reuter, der also Skrupel hat und der sagt, ja, wir müssen ganz vorsichtig sein, so wenig Arzneien wie möglich, so wenig Medikamente wie möglich. Wir müssen generell mit Medizin vorsichtig sein, denn vieles davon schadet und so weiter und bringt Menschen um. Ja, so jemand, der solche Skrupel hat, der stirbt doch in der Evolution normalerweise einfach tendenziell aus, der macht keine richtigen Geschäfte, er macht keine richtige Propaganda für seine Produkte und für seine Dienstleistungen und so weiter und der stirbt aus und der geht pleite und der muss irgendwann seine Praxis schließen, so wie damals es in einer Talkshow letztendlich gezeigt wurde. Also die Ärzte, die wirklich menschenfreundlich Medizin betreiben, die waren alle kurz davor, ihre Praxen zuzumachen, sogenannte Naturheiler und so weiter. Während die anderen, die so richtig sagen, ah, die Medizin ist super und alles schluckt die Tabletten das und die Antibiotika schluckt das alles wie smart, ist doch alles wunderbar, konsumiert das ohne Ende, ja. Der macht richtige Geschäfte, der kann 2 Kinder ernähren und dann in der nächsten Generation, die wieder 5 Kinder ernähren und 3 Kinder. Und dann wird die ganze Medizin wird voll von Leuten, die völlig sozusagen der Meinung sind, munter Leute, ihr müsst, je mehr Medikamente ihr schluckt, desto gesünder werdet ihr und so weiter. Ja, und das ist, und der kriegt natürlich alle Aufträge und Weiterbildungsaufträge der Pharmaindustrie, werden natürlich an solche Professoren dann vergeben und so weiter und Lehrstühle und alles Mögliche. Ja, also die Evolution im Kapitalismus, Sozialmarktwirtschaft, läuft immer gegen die Menschen, läuft immer, geht immer über Leichen. Ja? Die es gut meinen mit den Menschen, sterben immer aus, müssen ihre Läden schließen, haben keine Bedeutung, sind bedeutungslos. Und die Irrtümer glauben, also gewinnbringende Irrtumsmeme glauben, ja, die machen das Riesengeschäft und breiten sich aus. Und dadurch ist unsere ganze Welt voll Werbung und Propaganda, die uns allen Krankmachendes anpreist. Und leider ist es so, wenn man die meisten Menschen sind so wenig mit Klugheit gesegnet, oder man könnte auch hart sagen, sind so strunzdumm, dass sie natürlich auf alle
diese gewinnbringenden Irrtümer hereinfallen, weil diese ganzen Leute bringen die natürlich diese gewinnbringenden Irrtümer ja auch überzeugend rüber, weil sie ja selber an das Märchen glauben, was ihnen Milliardenprofite bringt, ne? Ja, also was soll ich sagen? Also wenn Greta Thunberg und Fridays for Future nicht endlich ein Zweckbündnis mit den zweiten Scientists for Future 2 eingehen, ja, dann wird das gar nichts. Dann werden wir vielleicht wieder neue Kohlekraftwerke rauchen sehen und die Atomkraftwerke wieder arbeiten sehen bis zum nächsten GAU und so weiter. Ja, also leider gibt's Herr, lass Hirn regnen, lass die Menschen endlich die zweiten Scientists for Future 2 verstehen. Tschüssi.